Oh, wie baue ich denn das jetzt hier hin? Ach, so, alles klar. Wie mache ich denn schon wieder am Bogen? Du nimmst dir drei Sticks, machst sie so auf so bogenförmig eben. Und dann einfach noch drei Faden brauchst du dann noch. Haben wir überhaupt Okay, Fäden? Wir haben noch gar Sticks keine habe Fäden. ich. Was kann man denn mit n Wir haben keine Kakaobohnen in. Ah, doch. Nee, die kannst du anpflanzen, indem du sie einfach an Tropenholz ranpappst und dann wächst da so eine Bohne draus. Ich habe hier mal die Ziegel rausgenommen und schmeiße sie mal in die Truhe. Ja, sieht das gut aus? Ach, mal schauen, wenn das Haus fertig ist. Ob das gut aussieht dann. Und mit dem Rest von der Kohle mache ich noch Fackeln. Och, ich bin so dumm. Ah ne, das geht doch. Bin doch nicht dumm. Schade, ich wollte dich jetzt gerade bestätigen. Ich meine natürlich nicht. So, danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Ach, jetzt habe ich kein Tropenholz mehr. Verdammt. Jetzt muss ich mir wohl auch noch selber eine Holzaxt herstellen. Weil So. wir haben das übrigens so eingestellt, für alle, die es interessiert, warum ausgerechnet Holzaxt, dass das eben nur mit der Holzaxt funktioniert, damit wir nicht aus Versehen was abbauen oder so. So, ich habe jetzt einen Stack Fackeln in die Truhe geschmissen. Oh, super, dann hole ich mir vielleicht irgendwann demnächst, wenn wir mal meine 64 Fackeln, die ich momentan habe, ausgehen. Neue. Oh, jetzt habe ich ein ganz schönes Lied. Ich schau Müssen wir mal. eigentlich auch mal eine Playlist zusammenstellen, aber man ist ja zu faul. Ein Elder Scrolls Oblivion Lied. Habe ja die gesamte Skyrim, Oblivion und Morrowind Playlist auf iTunes. So, und jetzt muss ich schauen wegen dem Faden. Also die Pfeile, die nehme ich ganz sicher mal für mich mit. Ja, die brauchst du auch am meisten, weil du bist hier der aktive Kämpfer. Ich bin nur der Aber passive wir haben nur Bauer. zwei Fäden. Ach, schade, wir brauchen aber drei. Wie kann ich mir einen Faden irgendwie machen? Ich glaube aus Wolle. Versuch mal so ein Wolle-Ding in so ein Feld zu legen. Ansonsten kann man, ich weiß, dass man aus Wolle nee, aus Fäden kann man Wolle produzieren, aber ich weiß nicht, ob das andersrum auch funktioniert. Ne. Ja, gut, schade. Don't working. Mensch, ich hab Schwarzpulver. Das ist vorhin von der Creeper-Aktion gewesen. Was soll ich mit der Enderperle machen? Leg's erstmal in die Schachtel. Die brauchen wir vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal gegen den Drachen antreten wollen. Wenn es überhaupt so weit kommt. Oh, das gibt's nicht. Mir fehlen immer noch drei verdammte Holzdinger. Verdammt. Holz, was für Holz? Tropenholz. Ja, dann Pause ab. Ja, ich weiß. Gott sei Dank ist hier so ein Tropenwald in der Nähe. Hier ist mehr als genug Wald. Hinter uns ist ein Ja, ich normaler brauche jetzt aber Wald. Tropenholz. Ich habe das mit Tropenholz. Ach, scheiße, falsche Axt genommen, ich Depp. Du, warum baust du schon, hey? Weil ich sonst nicht wüsste, was ich tun muss. Ich will helfen. Ja klar, darfst du gerne machen. Das wäre Ich ja auch schlimm, wenn ich muss. hier alles alleine machen müsste. Ja, eben. Ich habe mir gedacht, wir bauen einfach so ein klassisches Holzhaus, weißt du, aus Holz. Ja. Siehst du ja schon die Ansätze. Irgendwie hat es jetzt Die schon Wände dann viel vermutlich so weniger aus. Bäume. Ja. Lass sein. Ja, es sind ein, zwei gestorben. Warst du da am Werk? Nein. Wow, ist das hier Mensch, ein und unser Riesen? Weizen ist ja Komm fast mal zu fertig. mir. Jo, bin gleich Ich da. bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein richtiges. Nee, gut, hat sich geklärt. Gut, dann komme ich nicht Ich zu habe dir. ein Loch gefunden neben einem Baum, der es in eine Höhle führt. Sensationell, oder? Ich habe wieder eine Höhle gefunden. Ah, phänomenal, du, phänomenal. Was würden wir bloß ohne deine Höhlenkunst-Dinger machen? So, ich packe jetzt erstmal meine Holzaxt weg, nicht, dass ich die aus Ohne Versehen Witz, noch das benutze. kann nicht jeder so schnell eine Mine finden. Das ist richtig. So. Warum bin ich jetzt nochmal in die Werkbank gegangen? Was wollte ich machen? Ah, ich wollte Tür bauen. Tür. Brauchen wir schon mal. Türen sind immer gut. Sie Ich habe sagten, übrigens Tropenholz. Ja, habe ich jetzt mittlerweile schon. Ich habe 47 Stück. Na, das kann man immer mal. 47? Ach ja, okay, jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Aber meine Verwirrung hat sich in keine Verwirrung aufgelöst. Wo kann ich es hinschmeißen? Warte mal, ich baue hier jetzt meine Truhe hin. Crafte ich Kommt mir mal schnell hier die eine. Tür? Jo. Da mache ich die mal kurz. Habe ich schon. Ich habe schon welche in der Tasche. Nee, hast du nicht. Nee, in der Tasche habe ich. Ich habe sie noch nicht hingebaut. Ich baue hier jetzt mal kurz eine Truhe hin.
Kann man diese in der Luft bauen? Lol, mit dem... Ah, warum will ich aus Tropenholz... Hier hast du eine Truhe, kannst du schon mal reinknallen. Ich hab mir jetzt auch eine Tür gemacht. Ich habe auch schon zwei in der Tasche. Hey! Ja, die muss schon von außen ran. Sonst sieht das doof aus. So. Gut, was kann ich denn in die Truhe hauen? Erstmal alles, was man nicht braucht, würde ich sagen. So, hier, wie findest du die Pricks als Boden? Das ist gut. Ist das der normal, also der... Nee, das Stein, ist das, stellst du aus Klinis her. Nee, das ist kein Cobblestone. Nee, den stellst du aus Klinis her. Den craftest du dir. Aus Cleanstone. What is Cleanstone, man? Ganz normaler Stein, den du in der Höhle abbaust. Bevor er zu Kabel wird. Den kann man ja brennen und dann ist er wieder, Ganz normaler Stein? Hm? Hab ich noch nie gesehen. Ja, das ist der Zeug, was du in der Höhle abbaust und was dann zu Cobblestone wird. Ach so. Und den kannst du, also wenn du Kabel brennst, dann bekommst du wieder diesen Stein heraus und den kannst du dann zu das hier craften. Also ja, so ein normaler Stein. Das siehst du dann, wenn du bei mir dann ins Let's Play reinguckst, dann siehst du das. So, wo habe ich denn eigentlich die Fenster hingemacht? Können wir ja, schon mal wenn welche? Wenn ich ins Let's Play gucke, ne. Wenn, genau. Also ich habe bisher, haben wir drei Parts hochgeladen, da habe ich jeden geschaut. Zwar nicht immer bis ganz am Ende, das mache ich nie. Ich schaue nie in Let's Play bis am Ende. Außer bei Tsushimaru. Ich habe bisher, muss ich sagen, alles geguckt von uns beiden immer. Auch nur, weil ich stinkende Langeweile hatte. Ich hab so, ich glaub, hier würde helles Holz beide besser passen. Was machst du jetzt? Ich probier schon mal aus, Fenster sag und so. Sag dir, was du machen willst. Ich hab genug Tropenholz. Oh ja, das sieht aber bloß irgendwie doof aus mit Tropenholz. Nee, jetzt hab ich's mit Tropenholz gemacht. 3 Stacks. Ja gut, dann bauen wir's mit Tropenholz, ist ja nicht so schlimm. Ich hätte zwar mit hellem Holz vermutlich einen schöneren Kontrast gegeben, aber egal, ist nicht so schlimm. So, Fenster da. Mir ist egal, ich hab auch noch Eichenholzbretter. Wir probieren das gleich nochmal aus hier auf der anderen Seite. Baue ich jetzt auch nochmal ein Fenster hin. Ich kann diese Seite hier zumachen. Ja, warte, ich baue Fenster hin und du baust dann die Seite zu. So, Fenster, Fenster. Wie lang ist denn die Seite? Ich glaube, die war 10 lang, dann mache ich mal 3er Fenster. Vielleicht kommt es ja hin. So, 1, 2, 3. Und 1, verdammt. Das ist doof, das sieht man immer so schlecht. Weil die sich immer so erst zu spät verbinden, die Scheißfenster. Ja, das ist. Ah, blöd. Das scheint zu. Ah, das passt. Nee, du, die werden für 2 hoch, die Fenster. Also hättest du jetzt noch nicht. Bin oben. Ich zu hoch? Nee, du bist zu tief. What? Hier kommen noch was? Fenster drauf. Ach so. Ist nicht schlimm. Ach so. Mau ich schnell wieder hin und ist gut. Aber finde ich gut, dass das so schön passt. Hier habe ich natürlich ein Fenster zu viel gebaut. Schade um das Fenster, aber naja, was soll's. Die sind ja billig. Ist ja nicht so schlimm. Ey, das ist mein Job. Ich bin der Fensterleger, du bist hier der Wandverleger. So, ich weiß noch nicht, ob die Tür hier so endgültig bleiben soll. Müssen wir da mal gucken. Ich verbinde das mal hier oben so. Ah, wie machen wir denn da die Fenster? Da muss ich auch gerade mal überlegen. Und, ah, Mann, meine Oberpro-Skills. So, 1, 2. Oh, versuch die Chase mal hin da. Versuche ich jetzt mal auch. Zwei Fenster. Du hast hier die zweite Reihe vergessen. Ja, ich weiß. Ich guck erst mal, ob das hinhaut mit 3 Fenstern hier, jeweils. Hier weiß ich nämlich gerade nicht die Länge und von daher baue ich schon mal jetzt lieber vorsichtig hin. Jetzt setz diesen Block. 1, 2 und du musst 3. PvP anmachen. Nix muss ich. Doch. Ich bin der Soft-Admin. Ich muss gar nichts. Außer sterben vielleicht. Ah, das scheint nicht zu passen. Oder wir bauen dann hier ein Zimmer mit einem riesen Panoramablick hin. So Wohnzimmer-Style oder so. Also hier eigentlich... Die ganze Reihe Fenster. Nee, das nicht. Ich dachte jetzt hier nur in dem Bereich, wo jetzt halt dieses Riesenfenster dann hin müsste. Ja, zeig mal, wie du es machen würdest. Na, einfach hier jetzt das, was jetzt ist, voll mit Fenstern. Okay, ja. Und da habe ich das Fenster vergessen. So. Dann dürfen wir auch schon langsam wieder schlafen gehen. Ja, ne, wird Zeit, dass das... Ist eh gut, meine Fenster sind nämlich alle. Ich würde sagen... Ich glaube, bis wir in unserem ersten Haus schlafen können, dauert das noch ein bisschen. Warum? Ja, weil jetzt momentan noch Monster drin spawnen könnten und sowas. Und es ist ja noch nicht mal ausgeleuchtet und alles. Ja, ja. Gut, Fackeln hätte ich dabei. Ich auch, fällt mir mal gerade so ein. So kann man ja schon mal hinknallen. Zombie, ja. 2 Zombies ohne Kopf. Ich sehe einen. Ich sehe 2. Sprinte, du Sau!
Ich beschäftige ihn mal. Ach, und ich hasse... Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Doppelt-W-Drücken hasse? Und wir sind übrigens auch vollkommen wieder vom Themenablabern weggekommen. Ich wollte eigentlich auch noch ein Thema ansprechen. Ja, dann sag mal was. Ja, muss ja gerade überlegen, was das war. Ich könnte nochmal über Assassin's Creed reden, das ist ja jetzt rausgekommen und ich habe es ja auch schon angefangen zu Let's Playen. Also ich finde es ja echt bombastisch, das neue Dreier. Oh, zwei Spinnen. Oh, zwei Spinnen. Oh, zwei Spinnen. Oh, lasst ihr mich mal in Frieden? Enderman! Und ich bin in der rettenden Höhle, Gott sei Dank, die Viecher lassen mich ja, jetzt mal. Ja, das darf ich da durchbrechen. Ja, tut mir leid, aber du hast wenigstens eine Waffe. So. Okay, Spinne. Sie ist tot. Super. Haben wir in der Truhe noch was zu fressen oder ist das im Ofen noch? Was willst du essen? Ist mir scheißegal, ich brauche Essen. Hier, hast du ein Steak. Ja, danke schön. Brauchst du mehr? Warte, nein, reicht. Gut, ich hätte noch 12 gebratene Hühnchen. Und ich hab einen Faden. Sehr schön. Scheiße, hauen die jetzt hier das Ding kaputt? Nee, doch nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen schnell pennen, bevor die hier noch alles kaputt hauen. Okay. Oh, ah. Wir schlafen. Dralalala. Piep, piep, piep. Ja, den Witz habe ich letztes Mal schon gebracht. Welchen? Na, mit dem Wecker. Das ist der mittlerweile alt und abgenutzt ist. Aber hier drin noch Kohle? Ne. Ist aber also ein Bogen. So, irgendwas brauchte ich jetzt aber noch. Ich hab irgendwas. Wie geht denn ein Bogen? Alter, hier stirbt die ganze Zeit irgendwas. Das ist ja furchtbare Geräusche. Irgendwie, nee, ja? Ich war ja gerade noch bei dem Thema Assassin's Creed, also ich muss echt sagen, schon alleine, wie sie die Story einführen, gefällt mir echt sehr gut. Also, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Man spielt am Anfang nicht direkt mit Connor, mit dem neuen Hauptcharakter, den sie ja schon für Ewigkeiten angekündigt haben. Nee, man spielt dann am Anfang mit halt so einem anderen. Oh. Schön. Mit so einer anderen Figur, die sich dann später übrigens, soweit kann ich das glaube ich spoilern, weil das ist eigentlich... Ich weiß, wie er heißt. Ui! Ui? Nee, ja, nee. Man spielt halt mit einem Briten. Achtung, da ist noch ein Skelett. Ja, habe ich gesehen, da ist liegt ein Pfeil. Spielt halt mit so einem Briten und der entpuppt sich dann auch als Connors Vater. Das ist soweit schon eigentlich bekannt, von daher ist das auch kein richtiger Spoiler. Deswegen erlaube ich mir das jetzt mal hier zu sagen. Warte, die erste Person, die man spielt... Hm? Ich hab bei der hat es allerdings noch ein bisschen mehr auf sich mit der neuen Person, mit dem Have, irgendwas mit Kenway. Ich kann immer noch nicht den Vornamen aussprechen, das ist furchtbar. Das ist halt warte mal, kurz, sorry für die Unterbrechung, aber kennst du den Let's Player, YouTuber von Game Insight, den Sirius? Ja, klar. Hm? Ja, der hat ja ein Gewinnspiel gemacht. Ja, habe ich glaube ich irgendwas gesehen. Creed 3, da musste ich die Lösung hinschreiben. Ach, verdammt, ich hab's Glas vergessen. Bist du noch bei uns? Der erste Charakter heißt, den man spielen kann. Hm? Ich wusste es da noch. Haven Kenway oder irgend sowas. Sag mal, bist du zufällig noch bei uns? Doch, der hieß so. Der erste Charakter, den man spielen muss, ist irgendwas mit Kenway. Oder meinst du Desmond? Desmond, jawohl. Ja, Desmond ist ja so die Figur, die diese ganzen anderen Figuren zusammenhält. In der Gegenwart. Ich brauche unbedingt noch neues Glas. Ich habe mein Glas vergessen. Desmond, kommst du wieder zurück? Aha. Ja, da bin ich schon wieder. Weil du auf meine verzweifelten Anfragen, ob du noch zu Hause bist und mir Glas mitbringen kannst, nicht reagiert hast. Ja, ich war gerade gegen den Creeper am Kämpfen. Ach so, nein, nicht schlimm. Salat verscheucht. So, ich werde mir jetzt auf jeden Fall alles mitnehmen und dann drüben in die Truhe packen, was ich irgendwie brauchen könnte zum Bauen. So, Sand werde ich nicht brauchen. Ich baue hier noch ein paar Bäume ab. Hau einfach alles. Dschungel ist auch sehr schön. Eisen brauche ich nicht. Jetzt habe ich sehr schön Mass Effect 3 Kampfmusik. Mhm. I love Mass Effect 3. Ich wollte eigentlich... Das war ja mein allererstes Let's Play. Und da wollte ich eigentlich das Projekt neu starten. Waren auch einige dafür, aber ich denke, das wird eh nicht so beliebt sein von den Klicks her. Ich finde, Mass Effect ist aber so eins mit der Spiele, die man sich auch mehrfach angucken kann, weil es halt auch je nach Spielweise mal anders ist. Genauso wie zum Beispiel so ein Heavy Rain Let's Play. Das ist ja auch bei jedem Spieldurchgang ist es ja im Prinzip anders. Ach, jetzt kommt hier noch so eine Virenmeldung. Heieiei. Also ich habe schon kein Virus, das ist so eine Antivirus-Meldung. Mhm. So, kaufen Sie doch mal das und das Produkt, damit wir uns finanzieren können. Ich habe gar keinen gekauft. Hab gar kein Virenprogramm eigentlich.